alles andere als ein extrem gut herausgespielter Sieg und 3 Punkte wären heute hier enttäuscht. Willkommen, darf euch begrüßen zu diesem 35. Spieltag, den wir hier bestreiten als Tabellendritter nach wie vor gegen den SV Darmstadt 98. Die Mannschaft, die momentan auch absolute Abstiegssorgen hat, Platz 17 und auch die Form ist momentan überhaupt nichts, ne? Bei uns sieht es schon wieder ein bisschen besser aus. Wir haben jetzt 2 Spiele in Folge gewonnen. Und das müssen wir heute natürlich gegen diese Mannschaft im heimischen Stadion vor. Ich weiß gar nicht, steht es hier irgendwo, wie viele Zuschauer drin sind. 19.569, sonniger Tag hier. Wird ja auch wieder Frühling jetzt, also beste Laune normalerweise. So, Fandrich, gelbe Karte gegen Tim Albutat. Also der muss auf jeden Fall jetzt mal aufpassen. Hat momentan eine 5. Das geht natürlich überhaupt nicht. Kopfballverlängerung von Kaiser auf Rahn, aber der wird von Stegmeier, kennen wir natürlich auch noch sehr gut, ins Abseits gestellt. Stegmeier war so ein Spieler, der von der Stärke ja nicht so auffiel, aber der war unglaublich gut, also vor allen Dingen konstant. So, weiter so, Jungs, geht auf jeden Fall nach vorne. Fran gegen Behrens im Zweikampf, ich wäre froh, der Fran würde hier nicht nur durch irgendwelche Wrestling-Einlagen auffallen, sondern endlich mal eine Tore machen, das wäre wichtig. Neben ihm heute Kamlaut, hat es sich ja verdient, nach dem tollen Spiel gegen Dortmunds zweite Mannschaft, als er 2 Tore gemacht hat. Jetzt haben wir eine Möglichkeit über einen Freistoß, aber es sind momentan nur kleine Chancen. Bei uns sowohl auch als bei Darmstadt. Und Torhüter Jan Zimmermann hat hier doch ein paar Probleme mit diesem Freistoß aus 18 Metern. Gibt anscheinend jetzt nochmal hier Ecke. Endlich mal eine richtig gute Möglichkeit. Jetzt bin ich gespannt. Eckball, natürlich da Silva. Bringt den Ball rein. Fran nimmt das Ding Volley. 2 Meter rechts vorbei. Schade. Und heute ist Kamlaut noch nicht so richtig im Spiel, hat eine 4,5. Also irgendwie ist dieser Startplatz verflucht. Dieser zweite Platz da. So, nochmal voller Angriff jetzt vor der Halbzeit. Irgendwas müssen wir noch machen. Kamlaut will vorbei an Berzel, der packt das Ding mit der Hand. Ist natürlich eine klare Sache, was es gibt. Natürlich Handspiel. Ach, da muss einfach mehr gehen. Benjamin Gorka mit einer 55, der hat eine 2,5. Es passiert heute nichts. Es passiert gar nichts hier. Das ist natürlich eine absolute Einladung für Osnabrück, uns hier wegzuziehen. Meine Güte. Gebt euer Bestes, natürlich überhaupt nicht. Los, jetzt zeigt es ihnen. Muss ich gar nicht lange drüber nachdenken. Das ganze Ding hier muss einfach jetzt scheppern. Da müssen Backpfeifen verteilt werden, dass es sich gewaschen hat. Wirken unzufrieden mit der Leistung. Tja, es liegt ja an euch. Ihr könnt es ja noch verbessern. So, Massagen haben wir alle durch. Und ich denke mal, ohne lange Umschweife, geh mal sofort weiter. Ich glaube, mit Fandrich, da muss ich nichts machen. Ich nehme einfach mal an, dass der genug Grips hat, dass er hier keinen Quatsch macht. So, alle warm laufen lassen. Konzentration, wie wir das kennen. Und ansonsten, ich kann höchstens hier den Einsatz ein bisschen erhöhen. Wir können das Pressing erhöhen. Abwehrreihe steht ja schon weiter vorne. Es passiert hier ja überhaupt nichts. Was ist das denn bitte für ein Spiel? Meine Fresse! Nach 63 Minuten die erste Situation. Und das ist eine gelbe Karte für Dominik Strohengel. Also das ist ja lächerlich, was hier passiert. Überhaupt kein Spielfluss nach vorne. Ich meine, wir kennen das ja, dass wir sehr spät Tore schießen. Aber irgendwann müsste man mal anfangen damit. Zweite Ecke. Ball kommt auf den langen Pfosten. Uwe Hesse kann da klären mit einer guten Kopfballabwehr. Nächste Chance kommt. Aber es ist nichts Großartiges. Es sind nur kleine Chancen. Ratay gegen Papa. Immerhin nochmal Ecke. Aber naja, die Hoffnung, die schwinden, dass da irgendwas bei rumkommt. Auch hier wahrscheinlich. Tolles Luftduell, Kaiser gegen Berzel. Kaiser ist nicht gerade sehr groß, das sieht man ja auch. Und der Berzel kann sich durchsetzen. Michael Stegmeier mit einer 1,5. Also die wachsen heute mal wieder über sich hinaus. Jetzt haben die sogar eine Möglichkeit hier. Schuss von Albutat, Coltorti zur Ecke. Wir müssen jetzt mal irgendwie nochmal das Ganze hier ändern. Sturmtag nicht, das lasse ich raus, ist ganz klar. Absatzfalle weg. Ja, Einsatz hoch. Einsatz hoch. Gibt nochmal Ecke. Tim Sebastian konnte das Ding erklären. Aber, also das ist ein ganz, ganz schwaches Spiel. Ein ganz, ganz schwaches Spiel. Nochmal Ecke. Steffen Lang gegen die Latte des eigenen Tors. Alter Schwede. Wenn natürlich dann das Spiel durch so eine Situation verloren geht, da guckst du aber dann rotzedumm aus der Wäsche. Wieder Darmstadt mit der Ecke jetzt. Mal gucken, was dabei rumkommt. 3 Stück in Folge. Das will mir auch mal einer erklären. Schwacher Kopfball von Hübner. Genau auf Coltorti. Keine Mühe.
So, was machen wir? Was machen wir? Fandrich, ja gut, Kimmich für Kaiser. Auch heute wieder nicht so wirklich gut. Dennis Tomalla. Also normalerweise kann ich mir das schenken, Dennis Tomalla einzuwechseln. Tobias Villas vielleicht nochmal für Tim Sebastian. Also unsere Innenverteidiger machen das heute klasse. Den haben wir, glaube ich, schon zweimal jetzt gewechselt. Einmal können wir noch. Möglichkeit für Darmstadt. Wieder nur eine kleine. Auf den langen Pfosten mit der Flanke. Strohengel kommt zum Kopfball. Köpft aber knapp vorbei. Das ist ein Spieler nahe der 2-Meter-Marke. Ist natürlich immer ganz gefährlich, wenn der... So, Leute, geht mal drauf jetzt. Villas für Sebastian. Es ist nicht mehr lang. Christian Müller. Ich glaube, der kann sogar rechts spielen. Ich glaube, ja. Für Fandrich. Ich probiere das einfach mal aus. Benjamin Maas für Aaron Berzel. Also auch Darmstadt nutzt es hier aus. Damit haben wir alle Wechsel vorbei. Und wenn wir Tore noch machen wollen, dann müssen wir so langsam mal in die Pötte kommen. Und wir versuchen es. Wir haben eine gute Chance. Man ist ja schon froh über gute Chancen. Papa. Fran kommt, köpft aufs Tor. Zimmermann ist im bedrohten Eck. Was passiert jetzt hier? Ach so, ja, das Ding ist gehalten anscheinend. Schade. Marco Seiler für Strohengel. Das heißt, da ändert sich jetzt auch die Manndeckung. Nochmal eine gute Chance jetzt. Und jetzt muss er mal rein. Christian Müller schießt Maß an, holt eine Ecke raus. Aber Ecken sind zu harmlos. Da kommt nichts bei rum. Mal gucken, was jetzt passiert. Drei gute Möglichkeiten in Folge. Da Silva. Kamlot mobbt die Gäste aus Darmstadt. Läuft dem Ding entgegen. Und bringt den Ball aus Spitzenwinkel mit dem Kopf im kurzen Eck unter. Es ist wieder mal Carsten Kamlot. Und das war so eine verrückte Situation. Wir haben noch nicht mal jetzt hier... Ja, den Torjubel gehört. Seit 257 Minuten wieder Gegentor kassiert. Klasse. Ja, wo ist denn hier das Ding? Geht so nicht? Ist natürlich Unsinn. Super. So, Leute. Jetzt, denke ich mal, ändern wir das Ganze. Wir ziehen das ganze Pack jetzt hier mal zurück. Und gucken mal, dass wir... vielleicht noch einen Konter setzen können. 81. Minute. Sirigu für Ratay. Damit auch, denke ich mal, genau, die Wechselmöglichkeiten erschöpft für die Gäste. Ich denke mal, hinten dicht ist okay. Können ein bisschen Zeitspiel machen. Das ist jetzt alles nicht schön. Das ist alles nicht schön. Aber es geht hier wirklich um den Aufstieg, um den direkten. 2 Minuten Nachspielzeit. Also wieder 120 Minuten. So, Schlusspfiff. Zählt es jetzt eigentlich auch schon, 76. zu Leicester mit Leipzig? Können wir eigentlich fast sagen, oder? Also es war eine durchwachsene Leistung der Mannschaft, wenn man mal hier guckt. Also wir haben nur einen Mann mit einer 2,5. Nominell jetzt noch am Platz stehen mit Franke. Tim Sebastian mit einer 2 ausgewechselt, aber ansonsten, ihr seht es, das ist alles solide. Das sind Dreiernoten, 3,5. Aber auch keiner schlechter als eine 3. Also gut, die Jungs hier unten. Naja, wichtig sind die 3 Punkte. Es war, wie gesagt, nicht schön. Aber wichtig ist einfach, dass wir die Dinger geholt haben. Hören wir es gleich. Ja, das kannst du nochmal ganz einfach erklären. Du kannst halt nicht immer mit Feuerwerk gewinnen. Mit Hacke, Spitze 1, 2, 3, was weiß ich, 4, 5, 0. So eine Mannschaft wegballern, wo du eigentlich glaubst, dass es eigentlich möglich sein müsste. Ne? Von der Tabellenkonstellation her, von der Mannschaftsstärke her, vom Selbstvertrauen, von der Moral. Ich meine, gut, Darmstadt muss auch. Die müssen natürlich sehen, dass sie da unten jetzt nicht komplett überrumpelt werden von den Mannschaften um sie rum. Da essen wir mal schnell am Abstiegsplatz. 20 Plätze haben wir. Platz 18 ist der erste Abstiegsplatz. Und wenn die vorher 17. waren, dann zeigt es natürlich, wie eng das da ist und wie überlebenswichtig Punkte sein können. Gut, Tim Sebastian ist bester Mann gewesen heute für uns. Die Jungs, die reinkamen, haben keine Note mehr bekommen. Das war dann schon nach der 70. 76. macht der Kamlot da aus Spitzenwinkel das Tor. Also es war mal wieder heute ein typischer Carsten Kamlot. Der wühlt da im Schlamm, wo sonst keiner hingeht und sichert uns damit die 3 Punkte. Das könnte ganz wichtig sein, je nachdem, was jetzt gleich Osnabrück gemacht hat. Thiemann-Sprachen haben alle funktioniert. Ratay war der beste Spieler von Darmstadt und nicht Stegmeier, was mich eigentlich wundert, weil der war richtig klasse. Bis zu einem bestimmten Zeitpunkt eine 1 gehabt. Es war einfach vorne zu wenig, was Darmstadt gezeigt hat. Also wenn da mal Chancen kamen, das waren nur kleine. Die hatten keine, sagen wir mal, größere Möglichkeit. Statistiken. Tim Sebastian auch Spieler des Spiels geworden letztendlich. Und was das natürlich hier soll, kann ich mir nicht erklären. Das ist natürlich kompletter Unsinn. Also, selbst andersrum wäre das noch Quatsch. Also, dass wir 3 Chancen hätten, die eine. Ja, das ist wieder typisch Bugmanager. Gut, immerhin beim Ballbesitz
kommt es ungefähr so hin, wie wir das gesehen haben. Es war, wie gesagt, schönes Wetter, 15 Grad, Frühling in Leipzig. Und jetzt haben wir noch drei Spiele. Ich habe vorher gesagt, uns kann normalerweise bei einem Sieg keiner mehr Platz 3 nehmen. Das haben wir jetzt geschafft. Also eigentlich ist es ein Grund zum Feiern. Aber wir werden uns jetzt mal angucken, was hat Osnabrück gemacht. Yes. Duisburg hat zwar nicht gewonnen, so wie es noch zur Halbzeit aussah, aber sie haben unserem ärgsten Konkurrenten hier Punkte weggenommen. Das heißt, zwei Dinger Vorsprung haben wir jetzt vor Osnabrück. Dann nicht mehr Rostock, sondern Saarbrücken auf der 4. Aber das kann uns egal sein. Wir haben 12 Punkte Vorsprung auf dem Platz 4. Es können aber nur noch 9 vergeben werden. Das heißt, Saarbrücken kommt höchstens noch auf 66. Das heißt, für die ist auch der Aufstieg weg. Also das Ding ist entschieden jetzt. Nach 35 Spieltagen können nur noch diese drei Mannschaften hier aufsteigen. Duisburg, Leipzig, Osnabrück. Minimum 2 von denen schaffen es, eventuell 3. Der dritte ist dann halt die Mannschaft, die nochmal zweimal nachsitzen darf gegen den 16. der zweiten Liga. Stichwort, können wir gerade mal reingucken, wie das ausschaut. Es wäre momentan immer noch Paderborn. Aber Sandhausen hat heute wieder einen Punkt geholt. Sind jetzt einen Punkt dahinter. Bielefeld wurde geweckt, hat gewonnen gegen Aalen. Stellt euch mal vor, das wäre andersrum gegangen. Dann hätten die 27 Punkte, wären dabei geblieben. Und Aalen hätte 21. Das wären dann 6 Punkte. Also, dann hätte das nochmal eng werden können. Jetzt denke ich mal nicht, dass da Bielefeld noch was passiert. Also auch diese drei Mannschaften, wo das dann letztendlich dann drüber gelaufen wird. Die restlichen Ergebnisse natürlich auch nochmal so zur Vollständigkeit halber. Okay, nächster Gegner Rostock gegen Burghausen, nur 2:2 gespielt. Das ist sehr schwach, auch wenn es jetzt in Burghausen stattfindet. Aber das ist eine Mannschaft, die ist jetzt abgestiegen, die ist de facto weg. Und da ein 2:2 zu holen, ist für Rostock natürlich zu wenig. Damit haben sie die letzte Möglichkeit verspielt, wirklich irgendwas zu machen, aber es hätte auch sonst nicht mehr funktioniert. Mit den 59 Punkten, die sie hätten haben können, das hätte dann trotzdem nicht mehr hingehauen. Also von daher, ja, ist schade, aber letztendlich macht's keinen Unterschied. Für die Abstiegsplätze, ich hab's gesagt, Darmstadt verlieren heute und jetzt stehen sie auf der 18, weil Heidenheim gewonnen hat in Elversberg. Und bei Elversberg sehen jetzt mittlerweile die Lampen auch aus, die sind auch abgestiegen. 10 Punkte Abstand, 9 noch zu vergeben, also die ersten beiden Mannschaften sind weg vom Fenster. Rechnerisch geht da nichts mehr. Heidenheim, da schaut's wieder besser aus. Jetzt können wir gerade mal gucken, 36. Spieltag. Heidenheim gegen Stuttgarts zweite Mannschaft. Unter Haching, die auch noch auf der 16 stehen, gegen Osnabrück. Das ist auch dann letztendlich ein Heimspiel. Und da könnte's schon fast entschieden sein. Wenn Osnabrück da wieder schwächelt, könnten wir das Ding hier sicher machen. Dritter Sieg in Folge, ganz wichtig momentan die Phase, die wir da haben. Aber wir haben's auch nicht einfach, ne? Jetzt Rostock, danach Saarbrücken zu Hause und dann nochmal auswärts bei den Stuttgarter Kickers, aber die haben auch federn lassen müssen. 4 Klatschen in Folge kassiert, aber gut, da passiert nichts mehr nach unten. Also die sind de facto schon gerettet. Also es bleibt nach wie vor spannend. Bei den Mannschaften in der Bundesliga hat sich eigentlich auch nicht viel getan. Es ist die Zweiklassengesellschaft, Bayern, Dortmund und dann lange gar nichts. Stuttgart, Wolfsburg, Schalke, Hannover, alle auf einem Fleck. Und dann die kleinen Nachzüglergruppe hier mit Leverkusen, Hamburg. Und dann schon der Club von der 11 auf die 9. Hier im Let's Play schon letztendlich 11-mal gewonnen. In der Wirklichkeit die Hinrunde sieglos beendet heute. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe oder ich keine Fehlinformation habe, haben die heute unentschieden gespielt gegen Schalke. Und das ist dann wirklich schon bitter, wenn du kein einziges Spiel gewinnen kannst. Und sind damit dann, glaube ich, auch entweder Letzter oder Vorletzter. Es kommt einfach nur auf Torverhältnis an mit Braunschweig. So, was ich noch machen sollte, ich habe es letztes Mal vergessen, dritte Liga, ganz wichtig, bis Spielminute oder ab Spielminute muss ich machen. Ich muss bis 90. Genau, das muss ich stehen lassen. Nee, das muss ich lassen und dann ab Spielminute, 75. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die Tabelle da aussieht. Ja, also wenn man nur ab Spielminute 75 bis 90 nehmen würde, sind wir deutlich vorne, deutlich vorne. Also dann hätten wir 54 Punkte. Wenn man so will. Jetzt können wir das ganze Spiel natürlich mal umdrehen. Um einfach mal zu gucken, was dann passiert, wenn wir das Ganze bis zur 75. laufen lassen. Platz 5. Und dann wäre richtig Essig hier. Guck mal.
dann wäre hier ein dickes Päckchen unterwegs mit Rostock, Stuttgarts zweiter Mannschaft, Erfurt, wir, Osnabrück, eventuell auch noch Saarbrücken. Also im Grunde genommen ist die Saison oder wäre sie spannender, wenn das ganze Spiel nach 75 Minuten vorbei wäre. Also wir sind wirklich wahnsinnig gut in den letzten Minuten, auch heute wieder. Also es ist schon fast beängstigend, was wir da machen. So, England ganz kurz, Everton gegen Man United 1-1, das ist ein ordentliches Ergebnis. 6-1 Tottenham gegen Fulham. Tabelle eigentlich so, wie man es erwarten würde. Wirklich, ohne Ausnahme die Top 6 hier zusammen auf einem Fleck. Sieht man auch nicht so oft. So, Spanien, wo sind wir denn? Haben auch wieder alle gewonnen, müssen wir gar nicht gucken. Also Atletico marschiert hier dem Titel entgegen, 5 Spiele haben sie noch. Aber ich denke mal, Barcelona und Real Madrid darf man nie zu früh abschreiben. Nach Österreich sollte ich gucken. Wollen wir die denn? Ganz oben. Austria Wien ist da vorne. Es sind auch eigentlich, warte mal, wie viele Spiele machen die? Ich kann das immer nie so richtig sagen. Aber der Meisterschaft steht eigentlich auch nichts mehr im Wege. Ich denke mal, ich gehe das mal gerade ganz schnell durch, dass jeder halt gucken kann, wo wer steht. England hatten wir schon, Frankreich, PSG vor Monaco. Ja, was erwartet man denn da auch anders? Italien, Neapel, Florenz, also mit Mario Gomez auf der 2. Also das scheint sich schon gelohnt zu haben, den zu holen. Holland, da haben wir Eindhoven vor Ajax, eigentlich auch die üblichen Verdächtigen hier. Schweiz können wir noch gucken, FC Basel vor FC Zürich, dann die Grasshoppers und dann Young Boys Bern, aber auch schon ein bisschen abgeschlagen. Türkei haben wir noch, Galatasaray vorne vor Fenerbahce Istanbul, Kayserispor, Bursaspor und so weiter und so weiter. Und dann können wir noch gucken, was in Japan passiert. Aber da kenne ich mich, wie gesagt, nicht so wirklich aus. Mag zwar wirklich den japanischen Fußball an sich sehr gerne, Nationalmannschaft, wenn die spielen und so weiter. Man sieht halt einfach auch relativ wenig von denen von da hinten. So, das hätten wir. Stimmen. Präsident Dietrich Mateschitz von RB Leipzig. Ich bin nicht überrascht vom Sieg, daher gibt es keinen großen Grund zum Feiern. Ach komm schon, Didi. Knall dir halt mal ein paar Red Bull Wodka rein und dann läuft es. Aber er ist ja sowieso vom Mensch, vom Wesen her eigentlich ein sehr ruhiger. Was haben wir denn hier? Haben wir wenigstens diesmal Spieler von uns drin? Also ich habe es ja bei der letzten Folge gesagt, gegen Dortmund, da habe ich es nicht verstanden, warum wir keine drin hatten. Heute kann ich es eher nachvollziehen. Zweimal Heidenheim, dreimal sogar, Schnatterer. Das passt mir eigentlich gar nicht, dass die jetzt hier so nachlegen, weil ich hatte den ja eigentlich am Zettel. Der darf aber sowieso nicht gehen beim Abstieg. Aber das wäre schon cool gewesen. Ne? Hat auch nicht die unbedingt jetzt so die Führungsqualitäten, die uns jetzt da sofort bringen würden, weil 5 von 10 haben wir auch, ne, ans Besten. Aber das hier ist halt klasse. Teamplayer, anpassungsfähig, Publikumsliebling und vereinstreu. Das ist halt klasse. Und vor allen Dingen auch, wie flexibel der Typ ist. Der kann ja auch fast überall hier spielen, ohne Qualitätsverluste. Ja, steigt mal fröhlich ab, dann versuche ich das da mal. Was haben wir denn? Anton Fink, Daniel Engelbrecht, Thomas Kurz, jeweils mit 2 Toren. Spieler des Tages Sven Sökler von Heidenheim. Also Heidenheim hat ja heute beim letzten Spieltag der dritten Liga, ich glaube, die beste Hinrunde aller Zeiten hingelegt von der Drittligamannschaft. Ich glaube, so war das, ne? Irgendwie. Ich glaube, wie viel haben die denn? 47 Punkte? Ich glaube, 83 oder so im Kalenderjahr geholt. Ich glaube, nur Bayern war bester. Auf jeden Fall wurde es heute so in der Sportschau gesagt. Also das ist natürlich echt komplett konträr, was wir hier im Let's Play sehen. Aber vielleicht wird es ja noch. Vielleicht wird es ja im nächsten Jahr wieder besser. Man weiß es ja nicht. So, Teamleistung sieht uns... Ja, wir haben das eigentlich sehr oft, diese Note. Diese 3,3 noch was. Sieht man auch hier im Durchschnitt. Platz 4 mit Osnabrück, Saarbrücken und dann halt wirklich ein großer Abstand an Duisburg. Aber ist nicht wichtig, die Punkte sind wichtig. Wir haben das Saisonziel, haben wir erreicht. Es kann nur noch positiver enden, ne? Indem wir das Ding halt wirklich jetzt mit dem sofortigen Aufstieg klar machen. Was wir jetzt aus eigener Kraft schaffen können. Wir sind jetzt 2 Punkte vor Osnabrück. Dürfen halt jetzt nur keine Schwäche zeigen gegen Rostock, gegen Saarbrücken und dann vielleicht vor dem letzten Spieltag das ganze Ding schon klar zu haben. Das wäre natürlich klasse. Kucukovic trifft, Scherschan trifft und auch Mio Tunic, Anton Fink, wie gesehen, mit 2 Toren, Foroholm trifft, Wungu Disa trifft und dann haben wir unten Engelbrecht. Mittlerweile Carsten Kammlott steht bei 12. Steht bei 12, das ist natürlich echt schon klasse. Der hat es angenommen so ein bisschen. Und nicht Fran, da sehen wir den. 6 Tore, ne? Ich muss mir mal was überlegen. Wir haben ja mit dem möglichen Aufstieg natürlich auch das große Privileg, dass wir eventuell dann für die zweite Liga das System uns anpassen können. Das heißt, vielleicht ein anderes System spielen, Doppel-6 spielen vorne, vielleicht mit einem Stürmer. Und dann habt ihr gesagt, dann fühlt sich der Fra noch wieder wohler. Nur was ist mit Paulsen?
Was ist da mit Paulsen, ne? Das wäre das andere Problem. Steffen lag nach wie vor hier oben dabei, aber nicht mehr ganz vorne. Schauen wir das Fairplay noch nach. Da musste ich halt auch schmunzeln, wo ich das gesehen habe. Also wie ihr euch auskennt mit den Statistiken, ne? Also wir sehen es ja hier. Timo Röttger mit einer roten Karte, ne? 10 Punkte. Und hier steht nur eine drin, obwohl Seck eine kassiert hat. Mittlerweile bin ich aber der Meinung, dass es wahrscheinlich hier nur so gezählt wird, weil der Seck in der zweiten Mannschaft ist. Das heißt, er zählt hier nicht mehr. So könnte ich mir das vorstellen. Wenn ich den wieder hochziehe, dann könnte es sein, dass wir den Titel hier wieder gewinnen. Oder jedenfalls wieder nah dran sind an wen Wiesbaden. Aber die legen schon ordentlich los, wenn man mal guckt hier. 73 Punkte. Hier unten haben wir sie auch wieder dabei mit Robert Müller. Mit einer Gelbsperre. Lindner, Strifler gesperrt. Was ist hier irgendwas noch dabei, was uns betrifft? Ich glaube nicht. Nee. Ja, auch fürs nächste Spiel. Ja, also jetzt Rostock und dann haben wir Saarbrücken, dann Stuttgarter Kickers. Nee, alles bestens. Dann gehen wir mal weiter. Dann gehen wir doch mal weiter. So, das hier weiß ich ja. Das geht dann am 1.7. wirklich erst los. Da Silva verärgert über Jean-Pierre Schilling. Das ist einer von den Spielern, die wir uns gleich angucken werden. Status bricht Verletzung 4 Wochen. Dann ist er wieder dabei, der gute Däne. Josef Paulsen. Hat heute ein Tor gemacht für RB Leipzig. Aber auch einen Elfmeter verursacht. Gegen Halle. War heute das Spiel. Dass sie zu Hause gespielt haben, gewonnen 2-1. Und damit also wirklich auf dem besten Wege zum Durchmarsch. Haben Finn verpflichtet, wohl Nationalspieler, wie ich heute gehört habe, den gucken wir uns gleich auch an. Das wäre natürlich auch geil, wenn wir den bekommen könnten, quasi parallel zum realen Leben. Sehen wir gleich.